Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu meinem Lesemonat Oktober. Ich hoffe, ihr freut euch auch schon so wie ich, denn ich habe euch einiges zu zeigen. Ja, ihr werdet schon sehen, mein Lesemonat ist mal wieder quirlig bunt und durcheinander. Alles ist irgendwie da. Jugendbuch, Fantasy. Frauenroman, Thriller, Liebesroman, alles da. Und ja, ich hoffe, ihr habt Lust. Okay, Mist, ich habe jetzt noch gar nicht meine Statistiken. Heute läuft auch nichts, wie es soll. Weil ich das Video so spät drehe, das mache ich normalerweise nicht, aber ich habe morgen absolut keine Zeit und das Wochenende auch nicht so dolle. Und deswegen werde ich groß nicht dazu kommen. Und deswegen drehe ich euch den jetzt am 31. Oktober schon ab. Und lade ihn euch auch gleich hoch, sodass ihr den dann. Also ich bearbeite ihn, lade ihn dann gleich hoch und so, dass ihr den dann noch habt. Ach genau, und meine Neuzugänge habe ich auch noch nicht rausgelegt. Die mache ich dann später. Gut. Wir können anfangen. Jetzt bin ich auch so weit. Genau. Und zwar, ich habe im Monat Oktober 11 Bücher gelesen. Ich wollte gerade so zeigen, aber das geht gar nicht. 11 Bücher, das ist immer besser als mein, was ich schaffen will mit 10 Büchern. Aber 11 ist halt richtig gut. Das waren 4063 Seiten und das macht 131 Seiten pro Tag. Ja, und ich glaube, so viel habe ich noch in keinem einzigen Lesemonat gelesen. Sprich, ich war sehr fleißig diesen Monat. Und ihr werdet auch sehen, es geht wirklich querbeet. Okay, mein Monat hat angefangen mit Rubinrot. Rubinrot, Liebe geht durch alle Zeiten. Erster Teil der Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier. Ja, dieses Buch hat mir meine liebste Maggie ausgeliehen. Ja, ich bin positiv überrascht. Ich finde, es ist ein guter Auftakt, der es ist eine interessante Entwicklung irgendwo von Anfang bis zum Ende des Buches. Ich bin wirklich gespannt auf Saphir Blau. Und ich würde mir jetzt auch die gesamte Trilogie kaufen, weil ich denke, nach Saphir Blau würde ich auch Smaragdgrün lesen wollen und da brauche ich mir jetzt nicht jeden einzelnen zusammen kaufen irgendwie, sondern gleich direkt den Schuber oder ja, irgendwie die Trilogie auf einen Schlag, weil ich ja dann natürlich auch alle Bücher hier haben möchte und jetzt nicht jedes einzelne bei meiner Maggie ausleihe und dann es mir dann einfach nur kaufe und hinstelle. Ich wollte ja einfach nur mal sehen, ob mir das gefallen könnte und ob ich weiterlesen will nach dem ersten Teil und das will ich und deswegen ja, steht jetzt der Schuber auch auf meiner. Also er stand schon eine ganze Weile auf meiner Wunschliste, aber ich wollte immer erstmal den ersten Teil lesen, bevor ich mir den kompletten Schuber kaufe. Ja. Oder halt alle Bände auf einmal. Es muss nicht unbedingt der Schuber sein, aber es ist wahrscheinlich preiswerter, als wenn ich mir für 20 € jeweils immer ein Buch kaufe. Genau. Und spare ja dann 10 € so gesehen. Genau. Ja. Und ich bin mal gespannt, wann mir Saphir Blau dann in die Hände fällt. Wenn ich mir das schaffe zu kaufen oder ich es geschenkt bekomme oder so. Genau. Damit hat mein Monat also begonnen, war schon ganz gut. Danach habe ich sofort mich an den nächsten Harry Potter Teil gewagt und zwar Und der Gefangene von Azkaban. Ja, das ist auch wieder ein so tolles Buch. Ich habe das ja nun zum ersten Mal gelesen. Die anderen zwei Bände hatte ich schon mal so eben schon gelesen. Den zweiten ja nicht komplett, aber habe ich ja wenigstens auch mal angefangen. Weil den dritten, den hatte ich von Anfang bis Ende gar nicht. Noch nicht mal in der Hand. Ich freue mich jetzt auch schon wieder auf den vierten Band. Also das ist jetzt so total, wo ich mich jeden Monat freue, einen neuen Teil zu lesen, weil ich sie halt noch nie gelesen habe und jetzt so, ja, das ist einfach so schönes neben den Filmen, die man kennt, jetzt auch die Bücher endlich zu durchschmökern und ja, mir gefällt das wirklich richtig gut.
Und ich mag es auch einfach, dass ich in mir immer so ein kleiner Film abläuft, was dann so an Szenen, die ich mich erinnern kann, und doch Unterschiede erkenne und sie dann in meiner Fantasie nochmal anders durchspiele. Und das ist irgendwie so ganz toll und ja, mir gefällt das richtig gut. Und ich bin echt traurig, dass ich das früher nicht gelesen habe und jetzt erst damit anfange. Aber naja. Genau. So. Dann habe ich gelesen, beziehungsweise ausgelesen, Prinzessin oder Erbse von Jana Fosen oder Fusen. Wisst ihr, wie die ausgesprochen wird? Nachnamen sind echt nicht so meins, aber ist ja nicht so schlimm. Ja, das ist auch wieder ein tolles Buch von der Autorin, die sowieso sehr gerne mag und jetzt mittlerweile sehr viele Bücher gelesen habe und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch eins auf meinem Sub habe. Das muss ich erstmal checken nachher. Hat mir auch wieder richtig gut gefallen. Und ja, kann die Autorin nur immer wieder empfehlen. So, danach brauchte ich mal ein bisschen Spannung und ich habe mir im Oktober jetzt eine Loskiste gebastelt. Das heißt, gebastelt ist so eine Rocher-Packung. Und da habe ich halt alles Thriller und Krimis, die ich habe, die ich lesen möchte, beziehungsweise einen Teil, den ich mal lesen möchte von einer Reihe. Da habe ich immer nur den nächsten folgenden reingemacht, weil es ist ja Quatsch, wenn ich dann den fünften Teil ziehe und ich muss noch den dritten lesen. Ne? Und dann habe ich halt mir alle Thriller und Krimis in so eine Loskiste gemacht, weil ich einfach, ja, sagen wir mal, ich bin so unentschlossen, was es angeht, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt wenigstens im Monat 2 bis 3 Thriller lesen. Das habe ich mir jetzt einfach vorgenommen, weil es einfach so ist, dass der Großteil meines Subs aus Krimis und Thrillern besteht. Alle anderen Bücher lese ich immer zwischendurch mal weg, weil es halt unterschiedliche Genres sind, aber Thriller und Krimis habe ich hier einfach zur Übermenge stehen. Mehr als ich andere Genres übermäßig habe. Deswegen habe ich mir gesagt, ich muss mindestens jeden Monat 2, 3 Krimis Thriller lesen, wenn ich Lust darauf habe natürlich. Habe ich aber in der Regel. Da ich eh nie weiß, welchen ich lesen will, weil ich ja alle lesen will, es gibt da jetzt gerade keinen, wo ich sage, ach nee, der muss jetzt nicht sein. Deswegen habe ich alle halt in einen Lostopf gemacht und ziehe jetzt jedes Mal ein. Und die Bücher, die jetzt an Thriller und Krimis immer dabei sind, sind wirklich nicht von mir ausgesucht, sondern gezogen. Genauso wie Die Geduld der Spinne von Jonathan Nassau. Ja, Nassau oder so. Ich weiß nicht, das Buch ist auf der einen Seite echt mein Geschmack, aber auf der anderen Seite wieder gar nicht. Das ist wieder so ein Buch, wo ich absolut keine Meinung zu richtig habe. Es ist brutal, es ist verstörend, aber ich kann das nicht richtig erklären. Es war mir eine Spur zu heftig, glaube ich, oder zu abwegig. Ich weiß es nicht. Abwegig kann ich nicht mal sagen, denn ich denke schon, irgendwo kann sowas passieren, vielleicht, was in diesem Buch passiert. Aber ja, mir war das irgendwie eine Spur zu much. Ich weiß auch nicht, ich kann das nicht erklären. Der Schwerpunkt in dem Buch oder das Thema des Buches ist multiple Persönlichkeitsstörung. Sprich, wenn ein Mensch durch eine nicht so leichte Kindheit, sage ich das jetzt mal ganz, ja, untertrieben und dessen Persönlichkeit sich dann in andere Personen noch spaltet. So eine Art Schizophrenie, aber nochmal eine andere Form davon. Und das ist schon ganz schön heftig. Ich fand das echt interessant, auf der anderen Seite auch wieder so, ja, so too much einfach. Ich kann das auch nicht sagen. Was ich gut fand, dass es halt einfach echt gut recherchiert ist. Wenn der Autor damit keine Berührung hatte, dann hat er das wirklich gut recherchiert. Und man wird als normale Person, sage ich mal, gut ins Krankheitsbild eingeführt. Es wird halt gut erklärt, sage ich mal, was die Krankheit ausmacht. Und was mich auch genervt hat, war dieses ständige, das ist ja in Krimis und Thrillern aus Amiland,
immer irgendwie so, dass diese ganzen polizeilichen Stufen, sag ich mal, ist das das GRSPTIOKLM und das wird 100 Mal wiederholt und der ist von dem, von der und der Behörde und die haben da alle so eine merkwürdigen Abkürzung und dann das, man weiß schon gar nicht mehr, welche Organisation gehört der jetzt an oder ja, das finde ich immer ein bisschen nervig. Aber hat jetzt nicht so doll gestört, aber ja, kann man ja mal erwähnen. Und wie gesagt, diese Erklärung, diese fachmedizinischen, sage ich mal, sind halt für einen Laien sehr schwer zu fassen, irgendwo teilweise. Ja, ansonsten war das echt brutal verstörend, so wie ich es eigentlich ganz gerne habe, aber ach, ja, manchmal doch mir wieder eine Spur zu heftig. Aber nicht schlecht. Danach musste ich wieder was Schönes lesen und dann habe ich mich für ein Buch von meiner Challenge entschieden. Und zwar Zauberküsse von Jana Fosen. Von der Jana, sage ich am besten jetzt nur noch. Ja, und das war wieder richtig, richtig toll. Wenn ihr mehr zu dem Buch erfahren wollt, guckt doch bitte meine Rezension dazu an. Da erzähle ich euch fast alles über das Buch, was ihr wissen müsst. Und euch hoffentlich zum Lesen animiert. Ich fand es wieder richtig toll und hat mir eine schöne Zeit geschafft. Und ja, ich hoffe, dass die Autorin noch so ein paar Frauen entdecken können, weil ich glaube, für Männer ist das eher nicht so geeignet. Aber so Frauen, die mal so was Lockeres, Leichtes mögen, ist Jana Fosen, Jana, Diana, bestimmt nicht schlecht. Ja, das habe ich dann gelesen. Danach habe ich gelesen ein Buch, was auch auf der Wunschliste von mir stand und was ich aber ja auf Arbeit mal mitnehmen konnte, weil es halt zurückgegeben wurde. Ich dachte, so was nimmst du jetzt mit, das ist bestimmt gleich wieder weg. Und zwar Solange am Himmel Sterne stehen von Christine Hornell. Ja, das war ja, ist ja ein Buch, was sehr hoch gelobt wird, was total viele Menschen oder in der Buchszene jetzt so ein bisschen Umlauf gemacht hat. Und ich war einfach neugierig und habe auch das Kossi-Video damals gesehen und fand es auch sehr interessant und deswegen habe ich gedacht, ja, es hört sich nach einem Buch für mich an. Und Cosi hat das auch so spannend vorgestellt, dass ich euch auch nur sagen kann, guckt die Rezension an, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Die ist echt richtig gut. Und ansonsten kann ich jetzt sagen, zu dem Buch ist es wirklich sehr, sehr, sehr gefühlvoll. Es hat mich teilweise sehr traurig gemacht, teilweise glücklich gemacht. Es war ein stetiges Auf und Ab und ja, es sind sehr viele Themen, die das Buch beinhaltet. Schwere Themen teilweise, aber auch sehr intensive Themen einfach. Und ich habe schon wieder gemerkt in dem Buch, ich liebe es einfach, wenn über Gebäck gesprochen wird. Aber beim Backen, oh, ich finde das total toll, wenn jemand erzählt, was da alles reinkommt und wie er den Tee dann das zubereitet und macht und tut und in den Ofen schiebt. Ja, die Bäckerei ist eine Räumlichkeit, die oft vorkommt, sage ich mal. Und oh, das hat mir einfach so gut gefallen. Und das ist ein ganz tolles Buch. Und ja, eins der Minuspunkte, den ich hier hatte, war, dass ich die Tochter von der Protagonistin ein bisschen nervig fand teilweise. Also ich hoffe, ich war nicht so als 14, 15-Jährige oder wie alt sie ist. Und mich hat das immer genervt, dass die mal egal gesagt hat. Der war mal alles egal. Ich meine, man kann ja sagen, ist mir egal oder so. Aber egal, der hat immer nur egal gesagt. Auf jeder zweiten, dritten Seite kam egal, egal. Oh, das fand ich irgendwie ein bisschen nervig. Das ist der einzige Minuspunkt, den ich habe, dass die mich so ein bisschen genervt hat. Aber ansonsten, ganz tolles Buch, kann ich nur empfehlen. Ja. So, danach habe ich wieder einen Thriller gezogen. Aus meiner Loskiste und zwar den dritten Teil von Alex Cavers Maggie O'Dell-Reihe Schwarze Seelen. Der Teil war auch wirklich sehr spannend und fesselnd. Man wird ordentlich auf eine falsche Fährte gelockt irgendwo und es ist sehr clever aufgebaut, dass man halt wirklich nur den einen Verdächtigen, Ermittlerin, ist ja wieder voll drin in dem Fall und sie macht es auch richtig gut und ich finde auch,
Die Alex Gay war einfach ein richtig klasse Schreibstil und die Reihe gefällt mir einfach mega gut. Und ich mag ja Ermittlerinnen oder Agenten oder wie auch immer, die halt weiblich sind. Ich finde das irgendwie sehr interessant, die auch zu verfolgen. Deswegen gefällt mir das, glaube ich, auch ganz gut. Und ja, Schwarze Seelen hat so das Thema Sekte, das ich immer interessant finde. Es wäre schön, wenn sich manche vielleicht auch die Reihe angucken würden, weil ja immer noch Teile rauskommen. Ich weiß gar nicht, es gibt wahrscheinlich schon jetzt einen 10., 11. Teil oder was weiß ich. Das Problem ist halt einfach nur, dass man die ersten Teile nicht mehr bekommt, so neu. Und das schreckt wahrscheinlich viele ab, dann ja, einfach mit der Reihe zu beginnen. Ne? Es geht mir auch so. Ich muss mir die Teile auch so gebraucht zusammenkaufen, zumindest die Teile, die jetzt so am Anfang erschienen sind. 2003 ist das jetzt. Also die ersten kamen dann 2001 oder so raus, der erste Teil. Und ja, aber ganz toll und hat mir gefallen. Eine ganz, ganz coole Geschichte und hat Spaß gemacht, die zu lesen. So, dann habe ich mit einem Buch weitergemacht, das ich mir in den letzten Monaten neu gekauft habe, weil ich echt gespannt war und nicht mehr abwarten konnte. Und zwar der Auftakt der zur Cubus Blues Reihe von Rachel Mead, komm ihr nicht zu nah. Dieser Georgina Kinsale Reihe soll die heißen, weil die nächsten Bänder heißen nicht so Cubus Blues, die heißen dann so Cubus irgendwas. Ist ja auch nicht so wichtig, auf jeden Fall ist das der Auftakt und es ist auf jeden Fall was komplett anderes als die Vampire Academy-Reihe. Das muss man sich einfach vor Augen halten. Man muss an dieses Buch rangehen, als ob man von der Autorin noch nie was gelesen hätte, weil man hat einfach, ich hatte leider das Problem, dass die Vampire Academy-Reihe immer noch in meinem Kopf so war, als das Buch angefangen hat. Und natürlich ist man erstmal enttäuscht. Ach, das ist ja ganz anders, ganz, ganz anders. Und das ist halt einfach klar. Ich finde, es ist ein sehr spannender Auftakt. Und der einfach Lust auf mehr macht. Also der erste konnte jetzt nicht 100 pro überzeugen mit 5 Sternen. Da geht einfach noch mehr. Deswegen hat es noch 4 Sterne bekommen oder 4 Schmetterlinge. Aber da geht einfach noch was. Und ich bin mega gespannt, was die Autorin aus dieser Reihe noch macht. Was sie mit Georgina macht und mit den anderen Charakteren, die allesamt sehr interessant sind. Fantasy-lastig natürlich. Georgina ist eine Dämonin. Ihre Freunde sind Vampire und Co. ein Kobold und Engel. Also alles ist irgendwie vertreten, plus Menschen. Und dann noch Nephilim. Nephilim sind irgendwie so halb Engel und halb Menschen. Kannte ich vorher gar nicht, aber sehr interessant. Und ja, ich bin einfach mega gespannt, wie es mit der Reihe weitergeht. Und hat mir auf jeden Fall gar nicht so schlecht gefallen. Hat aber auch so seine Längen manchmal, muss man auch sagen. Aber nicht schlecht, auf jeden Fall. Gut, danach kam wieder ein Thriller, ein Psychothriller diesmal. Und zwar von Jürgen Seibold, Kinder. Ich finde erstmal den Schreibstil unglaublich fesselnd. Ich finde die Perspektiven, die vielen Perspektiven, die wir hier kennenlernen, wirklich so. Wir haben so viele Handlungsstränge, die man aber sehr gut verfolgen kann, die nicht verwirren. Die finde ich auch recht gut. Ich mag es einfach, in viele Gefühlswelten eintauchen zu können. Und das mag ich dann, wenn viele ja, Handlungsstränge existieren. Und der Autor hat wirklich, wie gesagt, so ein Schreibstil, dass man einfach weiterlesen will. Und man sich die ganze Zeit gefragt hat, was ist da los? Was ist da los? Ja, die Kapitel sind sehr lang. Es sind auch nur 10 oder so. 10 Kapitel, wenn ich mich nicht irre. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall nicht mehr als 10. Und ja, das ist sehr lang. Also manche Kapitel sind halt 50, 60 Seiten lang. Es ist vielleicht nicht für jeden was, aber es lässt sich gut aushalten, denn es gibt sehr, sehr viele Absätze und daher ist es nicht ganz so dramatisch. Es ist auch kaum brutal, sehr psychologisch. Deswegen verdient es auch einfach, dass da Psychothriller steht. Es ist wirklich sehr psychologisch, aber auch sehr krank auf irgendeine Art und Weise. Hier geht es um Kinder, die in eine Schule, die zwei neue Lehrer bekommt, ein Lehrer-Ehepaar und die haben irgendwie sehr merkwürdige Methoden und die Kinder verändern sich daraufhin. Und ja, man will natürlich wissen, warum, warum sind die so? Und ja, und ich muss auch leider sagen, wo es auch einen Minuspunkt einfach von mir gibt, dass
das Ende war für mich nicht zufriedenstellend. Das war so abrupt und das war so, ja, ich weiß nicht, ich mag so eine Enden einfach nicht. Dann war es noch, ja, man wusste dann auch nicht so richtig, also so richtig alles geklärt war ja dann doch nicht und es war so, ja, ich konnte, es war nicht so 100% mein. Und manche Personen bleiben einfach viel zu blass. Dadurch, dass so viele Handlungsstränge sind, kann man nicht in jede Person so eintauchen, wie man gerne es hätte. Und dadurch sind die Personen manchmal sehr, ja, so kommen einen sehr weit weg vor. Und ansonsten, was ich auch ein bisschen blöd fand, war, dass halt die Nachnamen dauernd genannt wurden von den Personen. Besonders von dem Ehepaar Annette und Rainer Pietsch. Und die sind auch immer Pietsch. Und die, man, irgendwann hat man sich an die Namen gewöhnt und dann weiß man, dass Annette Pietsch heißt. Man muss aber nicht jedes Mal Pietsch hinschreiben. Man hätte so ab 100 Seiten hätte man damit aufhören können, weil wenn man über 400 Seiten immer wieder die Nachnamen aller einzelnen Personen liest, ja, ist nicht für jeden was. Meins war es auch nicht so, aber ja, das Buch war wirklich spannend. Ich habe es gerne gelesen und kann es demnach auch weiterempfehlen. Ne? Oh, Fuß eingeschlafen. Das Video ist jetzt schon eine halbe Stunde lang. Oh, Scheiße. So, zehntens. Zehntes Buch. Und zwar heute wegen Glück geschlossen von Patrice Leconte. Ist eine tolle Geschichte, ein präziser Schreibstil, was ich einfach gerne mag. Nicht so ausgefeilt, sondern eher so ja, sehr knapp gehalten. Manchmal auch nur drei, vier Wörter jeweils ein Satz. Aber einfach, man hat alles verstanden. Es war sehr gut verständlich und das Ende war sehr gelungen. Ich habe an dem Buch einfach mal gar nichts auszusetzen und ja, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Es spielt in Paris und ist ganz, ganz, ganz schön. So, und das letzte Buch, was ich heute angefangen habe und heute auch ausgelesen habe, ist von Andrea Russo, War ich gut, Schatz. Ist wieder so ein typischer Frauenroman, der leicht und locker ist. Ich konnte mich mit der Protagonistin sehr, sehr gut identifizieren. Also ich konnte mich einfach gut damit identifizieren, mit ihrer Situation, mit ihren Gefühlen. Und was ich aber sagen muss, es ist einfach nicht so herausragend, dass es jetzt von mir 5 Sterne verdient hat. Ich habe an dem Buch nicht viel auszusetzen, aber es war einfach so schön, aber nicht überwältigend schön, sage ich mal. Deswegen 4 verdiente Schmetterlinge, Sterne. Und ja, kann man einfach mal lesen, wenn man so eine Literatur gern mag. So, dann bin ich durch. Oh Gott, ich habe so lange geredet. Ich verkürze das ja eh noch für euch. Und dann zeige ich euch jetzt noch schnell meine Neuzugänge. So, und zwar kommen jetzt einfach noch 2 Bücher, die ich in meinem letzten Lesemonat nicht zeigen konnte, weil ja, die noch nicht da waren, die nicht angekommen waren. Jetzt sind sie aber endlich da. Jetzt kann ich es euch auch zeigen. Es ist einmal Lügst du noch oder liebst du schon von Rebecca Fischer. Eine märchenhafte Liebesgeschichte, einfach zu schön, um wahr zu sein. Rebecca Fischer schreibt absolute Wohlfühlbücher, mitreißend, warmherzig und liebenswert, sagt Kerstin Gier. Ja, und mich hat auch der restliche Inhalt sehr angesprochen und deswegen bin ich mal gespannt darauf. Dann habe ich noch von Millie Johnson, Ex und Flop neu, oder ist neu bei mir eingezogen. Millie Johnson ist seit Frühlingsgefühle einfach, interessiert mich einfach, was sie noch geschrieben hat. Und deswegen habe ich mir das Buch noch ausgesucht. Sie hat noch nicht so viel geschrieben. Eins ist dieses Buch davon. Ja, und ich bin einfach mal gespannt, ob mir dieses Buch auch so gut gefällt wie Frühlingsgefühle. Wozu ich übrigens auch eine Rezension gemacht habe. Dann habe ich ganz preiswert entdeckt, als Mängelexemplar 5 von Ursula Poznanski. Dieses Buch stand auch auf meiner Wunschliste und deswegen habe ich es natürlich nicht liegen lassen können. Für 3,99 habe ich es ergattert und deswegen, ja, ich bin schon gespannt auf dieses Buch. Mal schauen, wann es gelesen wird. So. Und dann ist mir jetzt zur Verfügung gestellt worden als Rezensionsexemplar nach einem netten Austausch mit der Autorin bei Facebook. Und zwar Gib mir meinen Stern zurück von Amanda Frost. Gibt es auch als E-Book.
Sie hat mich gefragt, ob ich als E-Book oder als Printausgabe lesen möchte, da ich kein E-Book wieder habe. Habe ich gesagt, es wäre mir lieber, es als normales Buch zu lesen, weil ich halt einfach keine Lust habe, zu Hause mit meinem Handy zu lesen oder auf meinem Laptop. Finde auf jeden Fall das Cover total cool und den Stern und den Titel mag ich auch. Ist irgendwie schick. Ja. Genau. Das kam noch bei mir an und dann natürlich habe ich mir sofort nach dem dritten Teil jetzt bestellt Harry Potter und der Feuerkelch und diesen werde ich auch im November lesen. Genau. Das sind die Neuzugänge. Ich wollte es jetzt echt nur schnell machen, damit ihr die noch seht, weil dafür hätte sich jetzt kein eigenes Video gelohnt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Erzählt mir doch, wenn ihr eins von den Büchern, die ich gelesen habe, wenn ihr die auch gelesen habt, wie sie euch gefallen haben, wie euer Lesemonat so war. Und ich hoffe, das Video war jetzt nicht zu lang für euch mal wieder, aber es tut mir echt leid. Ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Monat. Macht ihn euch schön. Jetzt wird es wirklich bestimmt kalt. Die schönen Tage sind bestimmt jetzt vorbei. Tja, der November beginnt. Und ich werde bald wieder alt. Dann gibt es wieder viele neue Sachen zu sehen, hoffe ich doch, dass ich ein bisschen was geschenkt bekomme. Und dann werde ich euch daran teilhaben lassen, natürlich. Und ja, werden wir einfach mal sehen, wie der November so sein wird. Über den Oktober bin ich mega glücklich. 11 Bücher ist super toll. Und ich hoffe, es geht so weiter. Vielleicht habe ich meine 100 Bücher dieses Jahr doch noch. Okay. Dann macht's gut. Habt noch einen schönen restlichen Abend, Tag, Nacht, wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.